Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Im letzten Part haben wir die beiden Bosse des vierten Dungeons besiegt und könnten jetzt vermutlich direkt zum Finale übergehen. Allerdings, wie angekündigt, möchte ich erstmal ein paar Sidequests mit euch machen, denn die 100% sind ja gar nicht mehr so weit entfernt. So, deswegen habe ich hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel hier stehen, die ich ganz gerne erledigen möchte. Das sind Sachen, die ihr mir gesagt habt, Sachen, die ich selbst noch im Kopf habe, wie zum Beispiel die Unrast des Dekus, das müssen wir ja noch fertig machen. Und wie gesagt, einige Sachen, die ihr mir gesagt habt. Und ich denke, die werde ich jetzt erstmal abarbeiten, heute und beim nächsten Mal vermutlich auch noch. Und dann muss ich mal gucken, ob ich dann auch wirklich alles habe, abgesehen von der Kaffee-Quest. Die möchte ich ganz gerne nämlich zum Schluss machen vorm Finale. Ich hoffe, dass ich dann letztendlich auch alles habe, aber ich kann mich letztendlich nur auf das verlassen, was ich noch weiß, was ich machen möchte, was ihr mir gesagt habt, und für alles andere müsste ich wirklich nochmal explizit nachfragen. Im Zweifelsfall mache ich das natürlich auch, weil ich möchte nichts vergessen, aber ja, erstmal haben wir ja auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. So, zuallererst einmal habe ich offscreen einige Rubine gefarmt. Das habe ich vor der Milchstraße gemacht, bei dem Vogel, der uns schon mal das Schwert und ich glaube auch die Flasche geklaut hatte. Habt ihr mir nahegelegt, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Deswegen ist es auch schon ein bisschen später, wie ihr vielleicht sehen könnt. Der gibt jedes Mal 200 Rubine, wenn man ihn besiegt. Und ich glaube mit 6 Feuerpfeilen oder auch Lichtpfeilen, ist ziemlich egal, kann man den vom Himmel holen. Ich habe es dann auch mit der Felsmaske gemacht. Ich meine, klar, ich hätte ihn auch auf mich zukommen lassen können. Aber ich fand es lustiger, da einfach zu stehen und ihn abzuschießen. Außerdem haben mich so auch alle anderen Gegner in Ruhe gelassen. Und ja, das habe ich ein paar Mal gemacht. Wir haben, wie ihr seht, 4784 Rubine aktuell. 400 habe ich noch dabei, weil man hatte mir durch die Blume auch schon gesagt, und ich hatte es auch eigentlich schon vermutet, dass 5000 die Marke ist, die man hier knacken muss. Also war eigentlich ganz angenehm, da so zu farmen. So, du kannst erstmal alle meine Rubine haben. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 5190 Rubine. Oh, du hast bereits 5000 Rubine gespart? Nun denn, kleiner Mann, mehr kann ich nicht aufbewahren, so leid es mir tut. Yay! Hätten wir das auch endlich mal abgearbeitet. Ich hätte die 5000 Rubine schon längst farmen können, aber meine Güte, was man hat, das hat man und es läuft einem hier ja auch nicht weg. Gut. Das wäre das Erste, was ich holen wollte. Dann auch noch eine Sache, die mir vor längerer Zeit schon von euch in die Kommentare geschrieben wurde, was ich allerdings, ja, die meiste Zeit einfach vergessen hatte irgendwie. In der Nähe von der Milchstraße gibt es wohl noch ein Loch, in das ich mich mal reinfallen lassen sollte, wo es auch noch was zu holen gibt. Gut, das mit dem hier hinporten habe ich ja jetzt sowieso schon 1000 Mal gemacht. Für das Rubinefarmen, wie gesagt, ich bin dann noch mit den Hasenohren hier rausgerannt. Hab dann quasi einen Moment gewartet, man sieht ja auch diesen Schatten von dem Vogel. Hab die Felsmaske aufgesetzt und dann konnte ich hier ganz entspannt den Vogel abschießen quasi. Es war eigentlich ganz praktisch. Und Moment. So, Kopfhörer, die einfach von alleine ausgehen, sind immer noch unlustig. So, und das sollte angeblich irgendwo hier sein. So, bevor du mich störst. Also hier habe ich wohl irgendwas übersehen. Da ist aber doch noch... Ah, da ist noch eine Pflanze. Hier ist noch ein Loch. War ich da damals echt nicht drin? Ich weiß nicht, ob das richtige Loch ist, aber ihr hattet mir, wie gesagt, nahegelegt, irgendwo hier in der Nähe nochmal nachzuschauen. Was bist du? Ey, wie die mich trotz Felsmaske sehen. Okay. Aber das große Vieh scheinbar nicht. Ha, aber es wird das immer kleiner eigentlich. Also die kleinen Dinger sehen mich trotz Felsmaske, aber das große Ding, ich meine, ich kann das auch einfach nicht anders angreifen.
Okay. Diese Stacheldinger sind etwas hoch anstrengend. Taya da eigentlich noch was zu sagen? Eine Larve der Killer. Killer-Ranas. Killer-Ananas. Ach so! Ich muss die gar nicht. Es reicht doch einfach, die so abzuwehren. Okay. Ich weiß nicht, muss man die so besiegen? Irgendwie bringt das nicht ganz so viel. Kann ich? Sie in die Luft sprengen? Oha. Okay. Ich frage mich gerade, wie ich die besiegen soll. Wie besiegt man eine Killer-Ananas? Ich habe irgendwie gerade keine Ahnung. Kann auch nie im Leben so viel aushalten. So, ich kann mich mit dem Schwert ja gar nicht verteidigen. Da war ja was. Hä? Das irritiert mich wahnsinnig. Wie? Wie zur Hölle? Hä? Ich bin voll irritiert, was ich mit dieser Ananas machen soll. Also ich soll sie offensichtlich... Ah! Okay. Funktioniert das? Huch. Jetzt habe ich sie wieder aus Versehen aktiviert. Ey, die irritiert mich wahnsinnig. Was habe ich denn noch? Egal was es ist, die lässt sich von mir nicht platt machen. Hä? Ich bin überfordert mit dieser gigantischen Ananas. Abgesehen davon, dass ich halb tot bin. Wie? Die nimmt ja auch gefühlt keinen Schaden. Boah, Ananas, ey. Also sie heißt nicht Ananas, aber... Vielleicht muss ich sie ja doch so... dazu kriegen, loszufliegen. Ah, okay. Ich musste sie scheinbar doch in die Luft sprengen. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Ananas vernünftig bekämpfen soll, aber sie ist weg. Das war strange. Aber gut. Und noch ein Herzteil. Okay, ich bin auch gleich wieder geheilt. Was übrigens auch sehr, sehr praktisch war beim Rubine-Farmen, die unendliche Magie, die ich noch intus habe. Dadurch konnte ich nämlich unendlich viele Feuerpfeile schießen. Okay. Hätten wir das. Dann geht's zurück in den Canyon. Das ist mein nächstes Ziel. Da gibt's wohl auch noch ein Herzteil zu holen. Dahin. So.
So. Genau. Oh, ich bin sogar tatsächlich auf dem Steg gelandet. Das ist ja mal ein Erfolg. So. Dann hätten wir zumindest heute 3 Herzteile schon mal geholt. Und zwar dort waren wir ja schon. Autsch. In die Richtung. Da war ja eine Höhle, wo ich nicht durchkam. Man hatte mir mal nahegelegt, damals, als ich schon im Canyon war, ich sollte mal in die andere Richtung schwimmen. Und das mache ich jetzt einfach. Mehr weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass es hier auch wieder ein Herzteil gibt. Alles andere würde mich jetzt doch überraschen. Was steht hier? Verborgener Schrein jenseits des Wasserfalls. Wir erwarten Herausforderungen selbstsicherer Besucher. Okay. Ja, wieder die Hasenohren. Aber erstmal war hier doch noch ein Loch. Da will ich zuerst mal rein. Wahrscheinlich sind hier auch nur Rubine drin. Krabbelminen. Okay. So, ich habe jetzt doch mal Kopfhörer gewechselt, weil die irgendwie immer nicht erkannt wurden. Dann ist immer so ein nettes Fenster aufgeploppt, genau über meinem Spiel. Hoffentlich wird das dann jetzt besser. So, verborgener Schrein. Interessant. Da kann ich was pflanzen, wenn ich wollte. Was ist das hier für ein Ort? Komme ich hier vielleicht auch erst rein? Wenn ich Lichtpfeile habe, da ist ja auch eine richtige Karte. Also es scheint auch etwas größer zu sein. Das ist interessant. Es scheint, als hättest du den ruhelosen Geistern von Ikana nur den Frieden geschenkt. Außerhalb von Ikana jedoch gibt es immer noch ganze Schwärme von Geistern, deren Reue sie nicht ruhen lässt. Jene in diesem Raum möchten dich noch einmal treffen. Sie warten schon auf dich. Gehe zu ihnen, wenn du willst. Ich bin mir sicher, sie würden dich willkommen heißen. Okay. Aber hier ist ja noch eine Truhe, Moment. Einmal. Nee, Moment. Moment. So. Nee, die Truhe. Moment. Nee, die Durchgänge sind da immer. Okay. Wahrscheinlich. Muss ich erst alle Räume abarbeiten und dann erscheint hier vielleicht die Truhe. Ich fange einfach mal an. Hallöchen. Weg. Weg. Autsch. Das könnte man eleganter machen, ja. Aber Eleganz wird manchmal einfach überbewertet. Also, so wie beim Boss zum Beispiel. Da war das vielleicht ganz wichtig, nicht einfach drauf zu hauen, so wie ich das anfangs gemacht habe. Ui. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier auch Geld holen können. Aber so prinzipiell, manchmal kann man auch einfach draufhauen. Manchmal funktioniert das. Man muss halt nur wissen, wann. So, komme ich da hoch? Ja. Dann weiter hier. Oh nein! Nein! Huch. Huch. Ah, jetzt kann er ein. Konnte er schon mal einfrieren? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ah.
Ja, ich nehme das gerne in Kauf, eingefroren zu werden, wenn ich ihn dann trotzdem noch treffe. Und jetzt fliegt der Blöde rum. Autsch. Da war ich irgendwie schnell genug. Vielleicht sollte ich... Zack. Das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Zack. Ob man gerade den richtigen im Visier hat. Achso, das war's schon. Okay, ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass der tot ist. Geht auf jeden Fall mittlerweile wesentlich leichter als früher. Aber er ist dennoch etwas nervig. So gelegentlich. Kriegt man hier zufällig 400 Rubine und dann vielleicht noch ein Herzteil oder so? Die Sache ist, ich weiß natürlich nicht, ob es hier ein Herzteil gibt. Aber ich weiß halt, wo man die anderen beiden Flaschen herbekommt. Ja, deswegen denke ich mal, ne? Huch, ich hätte vielleicht nicht einfach so ins Wasser springen sollen. Da. Aber wie oft mussten sie den Magier eigentlich noch ausgraben? Den haben sie hier eingebaut? Froschi oder so? Das Auge. Es kommt schon creepy, wenn du an die Decke guckst und da ein gigantisches Auge steht. Durchaus. In welchem Dungeon war der nochmal? Kann ich die nicht... Ging das nicht irgendwie so, dass ich die einfach kaputt machen kann? Mit meinem Schwert? Huch. Da war irgendwie etwas nah an mir dran plötzlich. Ich muss irgendwie an das Auge drankommen. Und das ist leichter gesagt als getan. Vielleicht doch erstmal alles kaputt machen. Bleiben die auch kaputt, ist die Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den damals bekämpft habe. Aber es werden definitiv weniger Blobs. Also die anderen beiden habe ich ja echt gut hinbekommen, aber bei dem Blob habe ich gerade irgendwie so meine Probleme, weil ich mich gar nicht mehr an den erinnern kann. Achso, ja, jetzt wäre ich eventuell drangekommen, aber das Auge war gerade zu. Da bist du. Autsch. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ihn vielleicht treffen, macht er sein Auge nicht auf oder ist zu nah an mir dran. Huch, was hat mich denn... So wie jetzt, wieso ist das Auge nicht auf? Und dann sind da wieder 1000 Blobs vor. Oder ich habe beim letzten Mal einfach sehr viel Glück gehabt. Gut, mache ich halt noch mehr Blobs kaputt. Ich nenne sie einfach mal so. Auch okay. Wenn du mich nicht an dein Auge dran lassen möchtest. Nein, ich wollte... Oh, immer wenn das Auge freigelegt ist, treffe ich es nicht mehr. Danke. Meine Güte. Ich wurde gerade von dem Auge, glaube ich, etwas überrollt. Auch okay. Ich mache einfach weiter erstmal Blobs kaputt. Ich springe mich gerade sowieso etwas an. Auge? Da. Auge war plötzlich irgendwie weg. Was rast du hier auch so durch? Meine Güte. Was zur... Äh.
Einfach mit dem... Ich sehe nichts mehr. Okay, das war irgendwie seltsam. Und nicht so, wie man es machen sollte, aber okay. Das Auge hat mich irgendwie überfordert. Ich mag Augen als Gegner übrigens nicht. So, mehr Money, was ich jetzt... Ja, kann die Bank eigentlich mehr lagern? Weil er meinte, er könnte nicht mehr. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er noch mehr lagern kann. So. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen mutiger geworden. So, damals habe ich mich nie getraut, irgendwas am dritten Tag zu machen, weil ich immer voll Angst hatte, dass der Mond runterkracht. Ach, der... Ah, der Feuergabemeister. Er hat mich schon wieder getroffen. Der ist nicht schwer zu bekämpfen, aber er trifft mich trotzdem immer. Huch. Dann ist er irgendwie plötzlich hinter mich gekommen. Okay. Okay. Hi. Er haut mich aber auch immer dann noch weg. Ah. Das ist interessant. Er hat mir wieder die Bombe vor die Nase gehalten. Interessant, wen sie hier immer so alles ausbuddeln. Also Visorb oder wie der hieß. Okay, hätten sie jetzt nicht zwingend nochmal ausgraben müssen. Der Garo-Meister, ja gut, meinetwegen. Gut, die beiden Echsen, überhaupt kein Problem. Das Auge, ich glaube, das Auge war so das Einzige, was mich etwas geärgert hat. Aber gut. So, wir haben die vier Räume auf jeden Fall fertig. Du bist wahrlich eine erstaunliche Person, Link. Sieht aus, als hättest du ihren Seelen den Frieden gebracht. Vielleicht werde ich auch selbst bald verschwinden. Nun denn? Ah, und da ist die Truhe. Okay. Zack. Zack. Und aufmachen. Ist das dann eigentlich ein neuer Herzcontainer, wenn es ein Herzteil ist? Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Ah ja, tatsächlich. Sehr schön. Mächtige Monster. Was man mir übrigens auch gesagt hatte zu dieser Quest, ich meine zumindest, dass es so war, dass man eine gewisse Menge an Herzen haben muss, damit man hier überhaupt teilnehmen darf. Ich meine, das wurde auch noch gesagt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ihr wisst das bestimmt besser als ich. Auf jeden Fall haben wir das auch geschafft. Kann ich das von meiner Liste auf jeden Fall streichen. So. Zack. Dann hätten wir das. Das heißt, wir haben schon wieder einen ganzen Herzcontainer voll bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann fehlen uns jetzt noch 3 Herzcontainer. Das heißt, im nächsten Part würde ich mit euch ganz gerne die Unras des Dekus machen. Da kriegen wir auch noch mal ein paar Herzteile. Das heißt, wir müssen die Mondträne holen und dann die Landurkunde, Sumpfurkunde, Schlag mich tot. Das wird also ziemlich viel hin und her werden. Das will ich machen. Dann gibt es wohl noch eine andere Sidequest, wo ich noch eine Maske kriegen kann, die mir noch fehlt. Da wurde mir so ein bisschen was gesagt, was ich da vielleicht machen könnte ungefähr. Und mit der Maske kann ich wohl auch noch ein Herzteil kriegen. Und das ist das, was ich auf jeden Fall beim nächsten Mal mit euch machen möchte. Dass wir dann quasi noch ein paar Sidequests machen, wie sich das für dieses Spiel gehört. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.